Der Blick hinaus übers weite Mittelmeer. So wie hier bietet er sich zwar an vielen Orten, aber auch dieser Ort ist mal wieder einzigartig. Ich melde mich heute aus Kalapi. Ja, von mir aus zu erkennen an dem ehemaligen Wach- oder Schützenturm. Und Kalapi ist wirklich einzigartig. Diese wunderschöne Felsenbucht, die wir uns gleich noch mal näher angucken. Ganz hinten mündet sie an einem Strand. Und hier rüber geht es quasi Richtung Estreng und noch weiter nach Colonia St. Jordi. Und irgendwo da draußen auf dem Meer liegt Cap de Pere. Hier steht man direkt an der Klippe und da geht schon tief hinunter und der Wind kommt von hinten, also ausprobieren würde ich das hier nicht, zu nah ranzugehen. Es weht ein leichter Wind, kann man hören am Mikro. Da drüben auf der anderen Seite, da sind viele Wanderer unterwegs. Auch da gibt es noch einige kleinere Buchten. Und hier bietet sich uns gleich ein traumhaftes Bild. Glasklares Wasser. Also hier hat man wirklich, verspürt man die Lust, sofort dort runter zu springen. Sehr beliebt die Bucht bei vielen, wie man hier sieht. Jetzt noch wenig. Im Laufe des Jahres werden es mehr bei den Sportbootfahrern, Seglern, die hier mit ihren Yachten vor Anker gehen. Rechts rum geht es Richtung Palma, zur Playa de Palma, circa 25 Kilometer.
Auch hier kann man sicherlich nette Stunden verbringen, parken, wenn man früh kommt und es nicht so überlaufen ist, was eigentlich nicht so häufig der Fall ist, außer jetzt im Hochsommer. Dann findet man hier immer noch ganz guten Parkplatz. Im Moment ist dieser Bereich gesperrt, also ich befinde mich hier quasi illegal. Hier ist alles abgesperrt. Das war im letzten Jahr nicht so. Es ist einfach ein Traum, der Blick hier aufs Meer. Und genauso traumhaft muss es sein, hier direkt an so einer Klippe zu wohnen. Hier sieht man, hier sind einige Parkplätze, aber ich darf jetzt ja nicht dazu aufrufen, da das Areal zu betreten, weil es nicht erlaubt ist. Richtig ruhig hier. Hier ist ein richtig gutes Restaurant, hier links ein Kinderspielplatz. Das ist hier die Calle de las Piñas und das ist das Restaurant Miguel Calapi. Die haben daran angrenzend noch eins für schnelle Besucher, wo es Kleinigkeiten gibt, was aber zurzeit geschlossen ist. Hier, nein, jetzt ist auch geöffnet. Auf dem Herweg war es noch geschlossen. Schöne kleine Häuschen hier. Überwiegend kleinere Hotels. So ein bisschen überschaubar das Ganze. Ja, alles ziemlich übersichtlich. Hier ein super schönes Haus. Der Mix aus mallorquinischen Naturstein und verputzten Wänden. Das sieht immer richtig gut aus. Ja, hier geht es weiter. Rechts sind kleinere Häuser, Einfamilienhäuser und zur linken Seite Hotels und Apartmenthäuser.
und ein paar wenige Geschäfte. Nicht so viel, so eine Handvoll hier. Aber alles ganz schick gehalten und alles nicht so pompös wirken. Mit dem Bus kommt man hierher aus allen Richtungen, unter anderem auch aus Richtung Santani und natürlich Palma. Hier geht es weiter an die Küstenstraße, die wir vom Meer aus einsehen konnten. Hier die wunderschöne Anlage Ona Kalapi. Werf mal einen Blick hier rein. Ja, und hier bin ich schon angekommen am Strand bzw. oberhalb der Kalapi. Das ist noch ein weiter Weg hinunter. Also in Metern geschätzt 30, 35, fast 40 Meter könnten das sein. Einige Stufen, die man hier zu überwinden hat. Da oben die Hotelanlage, in der ich mich eben befunden habe. Diese Treppe hinunter. Links neben der Hotelanlage. Und dann gibt es hier so einen wilden Weg, der so ein bisschen gefährlich ist, wo man nochmal einen kleinen Ausblick kriegt auf den wunderschönen Strand bzw. diese wunderschöne Felsenbucht. Das ist natürlich alles nicht gesichert hier. Hier geht's ungesichert hinunter. Ja, und da hinten mündet das Ganze in einer Schlucht. Richtig wie aus dem Spielfilm. Hier oben so ein paar schicke Häuschen. Und wie man hier sehen kann, ging es hier früher mal weiter hinaus. Es war auch mal alles befestigt und jetzt ist hier nur noch ein schmaler Weg. Also
Hier ist schon höchste Vorsicht geboten. Da ist schon alles abgebrochen. Da drüben die alten Bootsgaragen. Oben setzt sich das Spielchen fort mit hübschen Häuschen. Die allerbeste Lage. Schauen wir uns mal das Ganze von unten an. Hier noch einmal der letzte Blick nach unten oder der vorletzte. Überwiegend Spanier hier. Und hier geht es dann einfach viel gesicherter weiter. Hat man schon ein ganz anderes Gefühl. Wenn da so eine kleine Mauer ist, als wenn da so wieder hinten gar keine Sicherheit eingebaut ist. Ist auch alles abends richtig schick beleuchtet hier. ¿Le gusta porque mira todo? No, me tiene que mirar la cara ahí. Ni la cara te mira. La remera, mira. Hier unten kein Chiringuito. Auch im letzten Jahr habe ich hier keins gesehen. Ja, da hinten geht es weiter in die Schlucht hinein.
Hier geht es wieder raus aufs Meer. Da hinten sind die beiden Segeljachten, die wir schon am Beginn des Videos gesehen haben. Hier unten überall Aushöhlungen und da ist natürlich die letzten Jahre viel abgebrochen. Und da oben ist dieser nicht gesicherte Weg. Da kommt dann die Treppe hinunter. Den Weg nimmt man dort hinunter bis zu dem Punkt. Heute ist kein Strandposten da. Und das Wasser, wie man sehen kann, ist richtig klar. Allerdings viel Seegras, was hier noch am Boden liegt. Ja, sehr, sehr schön hier. Das letzte Mal, als ich hier war, war es im Hochsommer. Da war es noch viel voller. Jetzt gut besucht, würde ich sagen. Das Wetter ist traumhaft. Es ist später Nachmittag und wir haben immer noch 25 Grad. Wasser noch recht kühl. Um die 19, 20 Grad. Wer wissen möchte, wie man zum Beispiel von Palma aus hierher kommt oder auch von der Playa de Palma, ein Video ist bereits online, die Fahrt von der Playa de Palma an die Calapi über verschiedene andere Orte. Wer immer eine Info kriegen möchte, sollte den Kanal gerne abonnieren, dann ist diese Info garantiert und kostet nichts. Ohne versteckte Gebühren. Ja, auch die Häuser stehen dicht an der Klippe und das ist die letzten Jahre wahrscheinlich sind die dieser wahrscheinlich ein Stück näher gekommen. Und durch diese Schlucht dürfte das Regenwasser regelmäßig herunterfließen. Dort hinten steht noch Wasser.
Ich sage für heute tschüss, adios und bye bye von der Kalapi. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Euer Jörg.